Das Kapital wird 150 Jahre alt. 1000 Exemplare wurden am Anfang verkauft und 1867 in Hamburg erschien Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie. Ein bahnbrechendes Buch. Das ist ein Buch, was glaube das zweitbestverkaufteste Buch nach der Bibel und wahrscheinlich am wenigsten gelesen sind. Und wer es, weiß nicht, ob es irgendjemand verstanden hat, es gibt wahrscheinlich nur wenige Menschen oder versucht zu entschlüsseln. Einer von ihnen ist Christian Höhner. Er ist Wertkritiker, langjähriger Redakteur von Radio Frei und ein guter Freund. Christian Höhner, hallo Christian. Hallo. Du beschäftigst dich seit 20 Jahren im Grunde mit Marx, mit der politischen Ökonomie und der Wertkritik. Also das heißt, du hast dieses Buch, Das Kapital oder die drei Bände, tatsächlich gelesen? Nein, ich habe nicht alle drei Bände gelesen. Den zweiten Band, den habe ich mir bisher erspart. Aber den ersten Band, den habe ich tatsächlich gelesen, auch mehrfach, und den dritten Band habe ich zum Teil gelesen. Der erste Band ist ja der interessanteste eigentlich, der bahnbrechendste, kann man das so sagen? Ja, er ist natürlich der am stärksten rezipierte Band, ja, wo es um den Produktionsprozess des Kapitals geht. Der zweite Band dreht sich um den Zirkulationsprozess und der dritte Band soll den Gesamtprozess des Kapitals rekapitulieren. Wobei man sagen muss, dass Band 2 und Band 3 Fragmente sind, die Engels dann nachher zusammengestellt hat, weil Marx konnte die nicht mehr fertigstellen. War schon tot. Da war tot. Da ist rausgekommen. Also Karl Marx, Das Kapital. Da ist jetzt unheimlich viel geschrieben worden. Ganze Filme über Karl Marx, über Das Kapital. Jetzt Geschichtsunterricht zu machen, finde ich relativ uninteressant. Mich interessiert deine Analyse und deine Wertung. Man könnte sagen, das ist ein altes Buch. Das ist zwar ein Ökonom gewesen, aber das, was jetzt passiert, wie der Kapitalismus sich jetzt entwickelt hat, das konnte ja Marx nicht voraussehen. Andererseits hat er so einen Kernpunkt, eine Kernthese, die wir mal diskutieren sollten. Wenn du jetzt mit wenigen Worten zusammenfassen müsstest, ich dich zwingen würde mit heißen Nadeln, was ist sozusagen der Kern des Kapitals, oder was für dich das wichtigste Element, was im Kapital steht? Das wichtigste Element für mich ist die Idee, dass die Menschen sich im Kapitalismus nicht direkt vergesellschaften, sondern über ein Medium. Und dieses Medium ist die Arbeit, die sich in Ware darstellt und gegenüber dem Menschen eine Selbstständigkeit gewinnt, eine prozessuale Macht, Mächtigkeit, die dazu führt, dass die Menschen den Produktionsprozess nicht beherrschen, sondern dieser Produktionsprozess sie beherrscht. Jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil das ist eine Mischung aus Erregung, Angst, ein ganz neuer Aggregatzustand. Denn, man muss vorher nochmal sagen, das habe ich ganz vergessen, du schreibst im Moment deine Doktorarbeit drüber, du bist also voll im Tunnel drin, ne? Also seit 20 Jahren sowieso im Tunnel, jetzt rein sozial, aber jetzt vom Thematischen her, du schreibst deine Doktorarbeit, der Begriff der abstrakten Arbeit und seine Bedeutung für die Philosophie der Moderne, darauf kommen wir später, das dreht sich bei dir alles um diesen Begriff der abstrakten Arbeit. Um das nochmal klar zu kriegen, die entfremdete Arbeit ist nicht das Gleiche. Abstrakte Arbeit, ich habe das oftmals verwechselt. Die entfremdete Arbeit ist das, was wir machen irgendwas, wir stellen was her, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben und was wir auch gar nicht selbst benutzen, also im weitesten Sinne Arbeitsteilung. Das meint aber nicht abstrakte Arbeit, richtig? Richtig. Also es gibt auf jeden Fall einen Unterschied, einen Bedeutungsunterschied zwischen dem Begriff der entfremdeten Arbeit und der abstrakten Arbeit. Da muss man nicht ausholen, das ist nicht gut. Nicht ausholen? Doch, ausholen ist gut. Ja, ja, also es ist halt so, dass Marx ja nicht mit seiner kompletten Kritik an den Start gegangen ist. Er entwickelt sich als Theoretiker und man kann halt beobachten, dass bestimmte Begriffe eine stärkere Bedeutung haben zu Beginn seines Schaffens, eben der Begriff der Entfremdung spielt da eine relativ große Rolle und diese Bedeutung nimmt halt ab und spielt im Kapital eine eher untergeordnete Rolle. Also ursprünglich ist der Begriff der entfremdeten Arbeit zentral in seinem Schaffen und wird dann halt weniger. In den ökonomiekritischen Schriften ist das nur noch ein Aspekt und nicht mehr das Zentrum des theoretischen Gebäudes. Und die abstrakte Arbeit ist in den Frühschriften ein Aspekt der entfremdeten Arbeit. Also der Begriff, der taucht da schon auf, ist aber völlig anders konnotiert, meint was anderes. Meint sowas wie mechanische Arbeit, einfache Arbeit. Das versteht er da unter abstrakter Arbeit. Und dieser Begriff steigt dann im Rahmen seiner ökonomiekritischen Schriften zum Zentralbegriff auf und meint dort dann auch was anderes. Nämlich eine Vermittlungsform, die über Arbeit funktioniert. Also es ist nicht mehr eine besondere Form von Arbeit,
eine besondere konkrete Form von Arbeit, besonders stumpfsinnig oder so, sondern ist eine Formbestimmung, eine ökonomische Formbestimmung konkreter Arbeit. Das müssen wir jetzt versuchen. Wir versuchen, das ist also ein Versuch, das auseinanderzudröseln, dass plötzlich die Arbeit eine Ware wird, dass Geld eine Ware wird und dass wir das nicht einfach nur tauschen, sondern dass es ein Gesellschaftsverhältnis ist. So habe ich das verstanden in der Interpretation. Wo fangen wir jetzt an? Wollen wir bei dem Begriff Ware anfangen? Wert? Wo ist es sinnvoll einzusteigen? Oder also wo man sagt, was ist jetzt der Unterschied zwischen der klassischen Tauschwirtschaft? Also wir tauschen. Wir hatten ja, machen wir mal das Beispiel, ich bin Tischler, ich baue einen Tisch, du brauchst Bier. So. Und ich habe jetzt also schon genug Tische in meiner Wohnung stehen und ich will die Tische verschabeln und du sagst, ja, ich brauche einen Tisch und sagst, na gut, willst mir eine Flasche Bier geben? Und dann sage ich, eine Flasche Bier ist mir zu wenig. Wieso? Das ist doch jeweils ein Gegenstand, können wir doch tauschen. Ich möchte aber 20 Flaschen Bier haben. So machst du es in eine Holzkiste rein und so kriege ich ist der Kasten Bier entstanden und du kriegst einen Tisch. Dann tauschen wir das. Das ist normale Tauschwirtschaft. Ja, das kann man so sagen. Das ist auch quasi das Grundmotiv, mit dem Marx beginnt. Allerdings ist es so, dass Marx die Tauschwirtschaft nicht als eine dem Kapitalismus vorgelagerte Produktionsweise ansieht, sondern es ist sozusagen so eine Art Gedankenexperiment. Es geht darum, eine Strukturlogik offenzulegen, die dem Kapitalismus selbst zugrunde liegt. Also das war jetzt die Vergleichbarkeit, richtig? Das ist die Vergleichbarkeit. Also das heißt, man kann eigentlich den Tisch mit der Flasche Bier nicht vergleichen, aber wir machen es, weil wir in ein Tauschgeschäft treten. Dass da noch Geld dazwischen eine Rolle spielt, ist eigentlich nur, damit man es besser handeln kann, oder? Nein, das ist so eine Betrachtungsweise, die... Du widersprichst mir ständig, das ist verwirrt mich, ganz klar. Also Geld ist nicht einfach nur das Vehikel, um besser tauschen zu können. Also zumindest nicht, wenn wir uns im Rahmen der marxischen Konzeption bewegen. Das machen wir ja heute mal. Das machen wir heute. Okay. Da ist es halt so, dass für Marx ein innerer Zusammenhang besteht, einmal zwischen Arbeit und Ware und dann zwischen Ware und Geld. Ja. Also, das muss erstmal dabei. Du wirst ja gar nicht weiter erklären. Also okay, wir geben den Dingen einen Wert. Oder bin ich jetzt schon wieder einen Schritt zu weit? Du bist nicht einen Schritt zu weit, sondern es ist eine falsche Betrachtungsweise. Also viele Ökonomen würden vielleicht sagen, ja, du sagst das genau richtig. Das ist die Frage, wie der Wert der Ware konstituiert ist. Entsteht er dadurch, dass wir den Dingen einen Wert zuweisen? Ja, das also jetzt wieder Tisch, also ich sag mal, Tisch, es ist völlig für uns beide jetzt völlig klar, dass eine Flasche Bier gegen den Tisch nicht scheinbar nicht fair ist, oder? Das ist wir empfinden das als nicht fair, ja. Also da stimmt irgendwas mit der Menge in diesem Tauschverhältnis nicht. Aber worum es Marx erstmal geht, ist gar nicht die Frage, wie diese Quantitäten genau auszutarieren sind, sondern er fragt erstmal danach, was ist denn überhaupt die Basis, auf der man sagen kann, ein Tisch ist gleich eine bestimmte Menge an Bier. Es muss irgendeine Form von Gleichheit geben zwischen dem Tisch und dem Biermengen und die ist ein Problem, dem er sich stellt und dem sich viele Kritiker von Marx nicht gestellt haben und ich denke, dass es aber ein wichtiger Punkt ist. Was ist das Gleiche? Was macht einen Tisch mit Bierflaschen vergleichbar? Das ist die Frage, die sich Marx bemüht, die zu klären, zu Beginn des Kapitals. Also lässt sich eigentlich nicht vergleichen, oder? Ja, ein Tisch ist eben kein Bier. Ne? Man kann den Tisch nicht trinken und man kann... Verstehe. Ja. Also man kann aus Flaschen auf den Tisch bauen, aber egal. Also das heißt, es werden Dinge gleich gemacht, verglichen, zwangsweise, die eigentlich nicht zu vergleichen sind. Genau. So. Und was ist jetzt das Neue? Das können wir sagen, das ist ein alter Hut eigentlich, oder? Ja, klar, es ist ein alter Hut. Die Frage ist halt, wie Marx das sozusagen theoretisch auflöst. Und bei ihm ist es halt nicht so, dass irgendwie muss der Gegenstand auf eine Bestimmung reduziert werden, die wir Wert nennen. Das Ding hat halt irgendeinen Wert. Wir wissen nicht genau, was das ist, aber es soll halt irgendeinen Wert haben und dieser Wert, der kann halt in bestimmten Mengen ausgedrückt werden. Ja, das ist 20 wert und das ist 1 wert oder so. Ja, jetzt kommt die Sache mit der Arbeit, jetzt bin ich gespannt. Ja, so und es gibt halt... zwei grundsätzlich verschiedene Werttheorien, wenn man überhaupt ökonomisch Gegenstände sozusagen einem Wert beimisst und nicht einfach nur auf Preisebene unterwegs ist. Dann gibt es sozusagen die Möglichkeit, einen objektiven Wert anzunehmen oder einen subjektiven Wert. Der Unterschied zwischen beiden Wertvorstellungen ist der, bei der subjektiven Wertbestimmung legen wir Menschen bewusst
den Dingen, die wir tauschen, einen Wertmaßstab bei. Wir sagen, das ist uns so und so viel wert. Und ja, und dann kann man mit einem anderen gegenübertreten, der sagt, aber meine Sache ist halt so und so viel wert. Das ist sozusagen eine subjektive Wertbestimmung. Ja, verstehe. Und Marx grenzt sich halt von so einer subjektiven Wertbestimmung ab. Er möchte eine Objektivität des Werts begründen, die gesetzt ist durch die Logik des Tausches selbst. Das sieht man auch daran, dass Menschen zu Beginn des Kapitals, wo die Logik des Tausches entwickelt, überhaupt nicht auftauchen. Es geht dort um ein Strukturmerkmal des Tausches. Wie funktioniert Tausch objektiv? Und da ist es so, dass er sagt, es muss halt eine Gleichheit geben zwischen den Waren, und die Gleichheit besteht darin, dass sie Arbeitsprodukte sind. Ach, wir haben das hergestellt. Ich habe den Tisch gebaut mit meinen Maschinen. Du hast mit deiner Brauanlage und deiner Abfüllanlage und mit dem, was du gemacht hast, hast du das Bier abgefüllt und Bier hergestellt. Genau. Vorher wurden die Glas gegossen und so weiter. Boah. Also wir haben es einmal mit einem Doppelcharakter der Ware zu tun. Es ist einmal ein konkreter Gebrauchsgegenstand. Marx nennt das Gebrauchswert. Und das zeigt die Nützlichkeit einer Sache an. Ah, okay. Da müssen wir mal, das kann ich verstehen. Der Tisch hat einen Gebrauchswert. Weil wenn ich jetzt den benutzen kann, stelle ich meine Bierflaschen drauf, setze mich mit Freunden, wenn ich noch einen Stuhl kaufe dazu, hat der Gebrauchswert des Tischs. So. Und die Bierflaschen natürlich auch. Genau. Ja, logisch, was da der Gebrauchswert ist. Der Gebrauchswert hängt von der konkreten Nützlichkeit ab, die eine Sache hat. Das hat halt auch eine stoffliche Komponente, soweit es eben stoffliche Waren sind, die tatsächlich beim Bölkstoff oder eben Holzstoff. Ja, genau. So, ja. Tisch und Bier. Demgegenüber grenzt Marx ab den Wert der Ware. Und der Wert der Ware, den nennt er erstmal Arbeitsprodukt zu sein. Also, dass die Ware überhaupt ein Produkt von Arbeit ist. Mhm. Das ist sozusagen eine abstrakte Bestimmung, die halt absieht von dem konkreten Gebrauchswert. Weil, warum entsteht überhaupt dieses komische Abstraktum, überhaupt Arbeitsprodukt zu sein? Weil auf der Ebene der Gebrauchsgegenständlichkeit der Waren sind die Dinge nicht gleich. Man kann dort keine Gleichheit feststellen. Man muss abstrahieren, absehen heißt das, von der konkreten Gebrauchsgegenständlichkeit, um zu einer Bestimmung zu kommen, um es vergleichbar zu machen, weil für jeden hat ja der Tisch und die Bierflasche einen anderen Wert. Aber ich muss es gleich machen, um das überhaupt ins Verhältnis zu setzen. Genau. Und dieser Abstraktionsvorgang, der das Arbeitsprodukt quasi aufspaltet in eine konkrete Seite, das Gebrauchsding, und in eine abstrakte Seite, Wertding, der liegt eine Aufspaltung auf der Ebene der Arbeiten selbst zugrunde. Also Tischlern führt zum Tisch. Also da wird konkrete Arbeit verausgabt, um einen Tisch zu produzieren. Das Ergebnis von konkreter Arbeit Tischlern ist der Tisch. Brauen führt zum Rausch. Genau. Und damit sich diese abstrakte Wertgegenständlichkeit bilden kann, schlussfolgert Marx, muss die Abstraktion, die auf der Ebene der Ware existiert, auch auf der Ebene der Arbeiten vorhanden sein. Mhm. Das heißt, auch die Arbeiten müssen irgendwie gleich sein, damit sie werden im Tausch gleichgesetzt und sie gelten dann gleich. Dieser Vorgang der Arbeit, das, was ich an Energie, an Muskelkraft oder an Geist, was auch immer, was ich reinmache in den Tisch, was ich reinbaue, also meine Arbeitskraft, die dann in dem Tisch materialisiert wird oder in der Flasche Bier, die du wegschnurgelst wie nichts. Genau. Aber trotzdem. Ja, wir haben das Problem, also was wir ja im Tausch letztlich machen, ist, wenn wir Tisch gegen dieses Bier tauschen, dass wir unsere konkreten Arbeiten gleichsetzen. Aha. Du hast getischlert, ich habe Bier gebraut. Aha. Und die Gegenstände repräsentieren letztlich nur die Arbeiten, die wir verausgaben. Eigentlich ist es nur eine Gleichsetzung von Arbeiten. Ja, muss man sich das mal vorstellen, dass es in Fabriken stattfindet und das ist natürlich jetzt nicht auf der Handwerkskunst, obwohl das das gleiche Vorgang ist, aber da ist es nochmal besser zu verstehen, was Marx meint, wenn Industrieprodukte hergestellt werden in Fabriken, die von Arbeitern betrieben werden, aber die Arbeiter reinstecken. Da ist es nochmal besser vorstellbar oder wird es schwieriger? Ja, das so Illustrierungen sind halt dann immer schwierig, weil da ist Tisch schon, und Bier besser. Ja? Also Tisch und bleib mal bei Bier und Tisch. Sympathischer. Ja. Okay, also wir haben, um das zu verstehen, das ist dann die abstrakte Arbeit, die in den Gegenständen dann materialisiert wird und vergleichbar ist dadurch. Genau, also es geht halt um eine Form von Gleichheit,
diese Form der Gleichheit, dass die Arbeiten als gleiche gelten, das nennt Marx abstrakte Arbeit. Das hat nichts mit der Entfremden, oder weniger mit der Entfremdenarbeit zu tun, sondern es geht um sozusagen die Verstofflichung, Vergesellschaftung der Arbeit. Das ist ja dann der nächste Schritt, dass wir über diese Arbeit im Kapitalismus in Verhältnis treten und Privatheit und so weiter. Das ist, dazu müssen wir noch kommen. Also wir halten fest, indem ich arbeite, indem ich irgendwo was reinstecke, verstoffliche ist, mache ich meine Arbeit zu einem Wert. Ja, genau, kann man so sagen. Jetzt wird das getauscht, oder weil dann jetzt kommt man in dem Song, haben wir gehört WGW, also Geld, Ware. Ja. Ist es jetzt der nächste Schritt? Das wäre dann der nächste Schritt. Also wie der Wert sich sozusagen in einer gewissen Weise verselbstständigt gegenüber den Waren, ein eigenes Dasein gewinnt. Das untersucht Marx dann. Weil bis jetzt können wir sagen, ist doch alles Paletti, ne? Jetzt tut's kein weh, weil wir haben das ja, ich mach das Bier, du machst das, ich mach den Tisch, du machst das Bier, wir sitzen dann gemeinsam dran, fertig, und andere schalten noch ein bisschen Geld dazwischen, damit andere auch den Tisch kaufen können, das Bier und alles so, ne? So ist es, entsteht Handel und Märkte und so weiter. Ist so alles so weit ganz schön. Jetzt wird es problematisch? Oder wurde es vorher schon problematisch, weil wir die Dinge gleich gemacht haben? Ja, man kann schon sagen, dass durch diese Gleichsetzung selbst ein gewisses Problem entsteht, was sich dann nachher in der entwickelten kapitalistischen Gesellschaft dann darin äußert, dass wir haben nicht nur einen Doppelcharakter auf der Ebene der Arbeit und der Ware, sondern die gesamte Reichtumsproduktion, die gesamte Produktionsweise besitzt einen Doppelcharakter. Wir haben es einmal mit einer stofflichen Reichtumsproduktion zu tun. Also das sind die Gesamtmenge der produzierten Gebrauchsgegenstände auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir eine Form abstrakten Reichtums, also ausgedrückt dann im Geld. Und diese beiden Reichtumsformen, die können in Konflikte zueinander geraten, weil die eine Reichtumsform von dem konkreten Gebrauchszeug absieht. Und es, wenn die abstrakte Seite, die abstrakte Reichtumsform, die dominante Reichtumsform ist, dann kann es passieren, dass eben es nicht darum geht, konkreten Reichtum zu produzieren, sondern auf Gedeih und Verderb abstrakten Reichtum, nämlich Geld. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah, Geld ansaugen. Gut, und das ist sozusagen die Idee des Kapitalisten. Das ist erstmal nur die Idee der kapitalistischen Produktionsweise. Okay, das ist jetzt im Grunde wertfrei, sondern das ist das, wie es funktioniert. Da ist jetzt noch niemand böse. Nein, die ganze Veranstaltung ist vielleicht böse, könnte man sagen, oder problematisch. Aber hier geht es immer noch nicht um irgendwelche Menschen, die vielleicht böse oder nicht böse sind. Also genau genommen ist es halt so, dass Marx relativ eindeutig sagt, dass er zwar die Kapitalisten jetzt nicht unbedingt so sehr sympathisch, in einem sympathischen Licht zeichnet, aber dass sie ihm im Kapital nur als Personifikation gesellschaftlicher Verhältnisse von Relevanz sind. Also ihm geht es nicht darum, Kapitalisten moralisch anzuklagen oder irgendwie sowas zu sagen, irgendwelche Leute sind schlecht, machen irgendwas Böses, sondern was für ihn problematisch ist, ist eine gesellschaftliche Struktur, die solche Figuren wie den Arbeiter oder den Kapitalisten produziert. Aha, also er ist nicht der Kapitalist mit dem Hut, und der Zigarre und auch nicht, also der arme Arbeiter und der Gute, sondern es ist das Strukturelle ist im Grunde das Problem. Wir hatten einstiegs gesagt, eine Ankündigung der Sendung, dass Kapitalismus keine Marktwirtschaft ist und dass der Begriff möglicherweise vernebelt. Nochmal, um ein bisschen runterzukommen, weil wieso ist Kapitalismus keine Marktwirtschaft? Ich denke, wir sind immer noch auf einem Markt. Also wir handeln doch, oder? Also der Begriff der Marktwirtschaft ist insofern irreführend, weil er... Du hast mal gesagt, ideologisch sogar. Ja, ideologisch. Man könnte ihn halt auch ideologisch, er wird halt auch ideologisch verwendet. Der Punkt ist halt der, dass der Begriff der Marktwirtschaft voraussetzt, es gäbe halt lauter Warenproduzenten, die stellen halt Waren her, verkaufen die gegen Geld, um das Geld wieder gegen andere Waren einzutauschen, weil man die braucht, um irgendwie zu leben. Ah, und jetzt kommen die Eigentumsverhältnisse der Produktionsmittel, wenn ich mich recht erinnere. Und noch nicht? Na, jetzt geht's erstmal nur darum, wenn man es jetzt sehen wird, ich melde mich gerade, ich bin ein bisschen wie ein Streber, ich will es wissen, aber du bist ein sehr strenger Lehrer, was ich eigentlich geil, also gut finde. Ja.
Ja. Okay, also schön. Schön. Das heißt, jetzt kommt noch nicht der Eigentum an Produktionsmitteln. Nein. Okay. Es geht jetzt eigentlich nur darum zu untersuchen, wie charakterisiert man den Kapitalismus adäquat. Und diese Bewegung, die gesellschaftliche Bewegung ökonomisch betrachtet einer Marktwirtschaft sieht halt so aus, dass Waren produziert werden, die auf dem Markt gegen Geld getauscht werden und dann wieder gegen Waren eingetauscht werden. Also Ware, Geld, Ware. Ah, jetzt kommt das. Ware, Geld, Ware. Also das wäre klassische Markt- und Tauschwirtschaft. Ja, die so nicht gegeben hat. Also zumindest geht Marx jetzt nicht davon aus, ja, okay, dass es eine historische Formation gegeben hätte, die als Marktwirtschaft oder einfach Warenproduktion funktioniert hat. Engels hatte sowas erwähnt. Ja. Und jetzt kommt das, wenn man sich umdreht, GWG, oder? Ja, man kann sich halt eben auch eine andere Beziehung vorstellen, die Geld gegen Ware getauscht wird und Ware gegen Geld. Also GWG. Und das ist eine Beziehung, da muss irgendjemand über Geld verfügen, der kauft halt Waren ein und er verkauft diese Waren, um sie in Geld zu verwandeln. Der Unterschied zwischen Ware, Geld, Ware, wie es in einer angenommenen, einfachen Warenproduktion stattfinden könnte, ist der, dass bei der einfachen Warenproduktion es darum geht, irgendwelche Gebrauchsgüter zu produzieren. Das Geld tritt dazwischen als... Weil wir mit der Erfahrung, ich will das Bier, du willst den Tisch und ja, so weiter. Ja, aber wir haben halt eine Arbeitsteilung. Ich kann nicht alle meine Bedürfnisse selbst produzieren, da komme ich ja auf keinen grünen Zweig. Also produziere ich ein ganz bestimmtes Gebrauchsgut. Das wäre eine Subsistenzgesellschaft, also wo alle nur das produzieren, was sie brauchen. Ich weiß nicht, ob du jetzt Subsistenz meinst. Subsistenz, ja, meine ich doch. In der Subsistenz wäre das nicht, weil Subsistenz wäre quasi Produktion für den Eigenbedarf. Das ist nur gerade nicht, weil man produziert halt Waren nicht für sich, sondern für andere. Ach so, aber in der, na gut, okay. Und das Geld tritt halt dazwischen, um einfacher an andere Waren heranzukommen, weil ansonsten müsste ich halt mir irgendwie jemanden suchen, der nun mal gerade mein Bier haben will, aber der will eigentlich kein Bier haben, obwohl der die Bibel hat, die ich gerne hätte. Sich also irgendjemand finden, das ist sehr umständlich. Ja, verstehe. Ich muss das mal hinsetzen, jetzt wird es mir schon wieder kompliziert. Also wir sind bei WGW und GWG, Geld, Ware, Geld. Wollen wir das mal konkret machen? Ich bin jetzt der Tischler, ich habe die Maschinen, ne? Und okay, ich muss jetzt aber am Tag, weil es gut geht mit dem Tauschen und mit dem Handel, ich muss am Tag 20 Tische herstellen. Das schaffe ich aber nicht. Dann kaufe ich mir noch eine zusätzliche Maschine, weil ich habe ja auch Geld verdient mit dem Verkauf der Tische und kann ich es wirklich alleine bedienen, also stelle ich mir 2-3 Leute an, die ich bezahle. Und von dem Geld, was ich dann wieder verdiene, investiere ich wieder in neue Maschinen und expandiere. Fängt da Kapitalismus an? Das ist so ziemlich genau das, was Kapitalismus dann tatsächlich ist. Also der entscheidende Unterschied ist der, dass Geld am Anfang steht der ökonomischen Bewegung, Geld, was investiert wird in Waren, und diese Waren werden wieder in Geld verwandelt, und zwar nicht, um einfach dieselbe Geldsumme herauszubekommen, sondern mehr Geld. Also die Bewegung heißt dann Geld, Ware, mehr Geld. Und diese Formel, das ist die zentrale Formel des Kapitals für Marx. Ist das der Kernpunkt von Marx, also die abstrakte Arbeit und diese Formel Geld, Ware, Geld, das den Kapitalismus charakterisiert? Das ist der zentrale Punkt, genau. Da bleiben wir doch mal dabei, das zu verstehen, dass dann Kapitalismus anfängt. Ich bin ja ein guter Mensch, so, ne? Weil ich habe diese Tischlerbude aufgebaut und denke mir, die Tische wollen alle haben. Das sind ganz übrigens wunderschöne Tische, die ja aus so einem speziellen Holz, was hier in der Region wächst und so weiter. Und ich habe so, und es kommen ja auch dann Leute zu mir, die arbeiten. Ich bringe auch Leute in Arbeit und so. Die können davon leben, die können auch. Allerdings würde ich, wenn ich jetzt selber nur immer 2 Tische am Tag bauen würde, würde ich eigentlich leben können. Ganz normal. Mein Leben wird jetzt, also ich habe eigentlich meine Bedürfnisse befriedigt, aber ich habe jetzt nochmal die Firma an der Backe und ich muss immer wieder expandieren, weil ich muss ja das Geld investieren. Bin ich dann jetzt der Kapitalist, der genau in dieser Struktur drin ist, in dieser Schleife, dass aus Geld immer mehr Geld werden muss? Oder kann man nicht so Kapitalismus light machen und sagen, okay, diesen Wachstumszwang, den nehmen wir mal weg und was soll's? Ja, wenn man den Wachstumszwang wegnimmt, dann hättest du nur diese Bewegung Geld, Ware, Geld, die ergibt, die macht keinen Sinn. Also, ist nicht für den Kapitalisten, für den ist
also für den Besitzer des Geldes, das als Kapital fungieren soll, ist das ja ein Risiko. Er schmeißt sein Geld in die Zirkulation, verwandelt es in Ware, also in Rohstoffe, Maschinen und so weiter und in die wahre Arbeitskraft. Die werden produktiv zusammengebracht und am Ende stehen halt wieder Waren und die müssen dann verkauft werden. Und auf diesem Weg zum Verkauf können viele Risiken auf dem Weg liegen. Ich könnte zum Beispiel zu viele Tische bauen, für die es gar keinen Bedarf gibt. Und dann habe ich mein Geld einfach verloren, was ich vorher hatte. Also für einen Kapitalisten ist es vollkommen sinnlos, Geld in dieselbe Menge Geld zu verwandeln oder das Risiko einzugehen, dass weniger Geld am Ende dabei rumkommt. Das würde auch niemand machen. Sinnvoll ist diese Bewegung nur, wenn das Geld sich vermehrt. Und das ist das Ziel der Produktion im Kapitalismus. Das kann man auch weiterspinnen. Unsere ganze gesellschaftliche Infrastruktur ist ja darauf Geldvermehrung aus. Das sind nicht daher auch der Wachstumszwang, von dem alle reden. Ja, warum müssen wir wachsen? Ja, das ist Grundprinzip. Dann ist es ja auch so, dass die Rentenfonds sämtliche Sachen, die Gesellschaft aufrechterhalten, in Anlagen, wo aus Geld wieder Geld wird. Das ist ein Wachstumszwang des Kapitalismus. Könnte man sagen, naja gut, ist nun mal so, macht zwar die Umwelt und den Planeten kaputt, aber ist halt Party, die immer so weitergehen wird. Bis dann eine natürliche Grenze gibt, ist ja die immer wieder gestellte Frage. Nochmal zu dem Kern der Vergesellschaftung der Arbeit, weil du sagst, das prägt unsere Beziehung untereinander. Jetzt kommt ja diese Privatheit ins Spiel. Das, okay, wir können das, sind doch trotzdem gute Menschen, wir entwickeln uns weiter, wir sind zivilisatorisch, gerade durch den Wohlstand, den der Kapitalismus auch nicht überall vorbringt, haben wir ja auch durch Arbeitsteilung und durch Modernisierung ein relativ gutes Leben, wir können ein Bildungssystem aufbauen, ist ja soweit ganz okay. Du sagst jetzt, das gesellschaftliche Verhältnis, was wir als Menschen untereinander haben, ist geprägt von dieser abstrakten Arbeit. Das musst du nochmal erklären, wieso das so ist und wieso das problematisch ist. 150 Jahre das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie und 20 Jahre beschäftigt sich Christian Höhner mit Karl Marx, dem Kapital und dem Thema Wertkritik. Jetzt schreibt er seine Doktorarbeit über genau das Thema, der Begriff der abstrakten Arbeit und seine Bedeutung für die Philosophie der Moderne. Und was wir hier versuchen in dieser kleinen Runde ist, einzudampfen, was Marx gesagt hat oder was das Neue war. Das ist das Thema abstrakte Arbeit und es ist dieses Geldvermehrungsding, das aus Geld eine Ware wird und dann wieder Geld und aus dem Geld dann wieder, also dieses GWG-Ding. Jetzt wollen wir nach einer kurzen Pause den eigentlichen Gedanken packen, den Kerngedanken, nämlich was die abstrakte Arbeit mit uns macht und dass sie uns in ein Verhältnis setzt. Das ist jetzt das im Grunde am schwierigsten zu erklärende, weil wir es nicht anders können. Ich habe das mal verglichen damit, dass man sagt, man hat sein ganzes Leben lang mit der Schwerkraft gelebt, weil man hat was losgelassen, fällt runter und wenn man so auftritt, ist alles so. Und dann sagt einem jemand, naja, das ist alles nur simuliert. Das sind hier, du hast so eine Schuhe, die Querstange, wir drehen uns in einen großen Teil und die Gesetzmäßigkeiten sind jetzt aufgehoben. Aber man kann sich es nicht vorstellen, weil man es nicht anders kennt. Ist das auch so mit diesen gesellschaftlichen Beziehungen, die sich über abstrakte Arbeit und über Wert definieren, dass wir es praktisch mit der Muttermilch und mit was auch immer eingesaugt, also wir kennen es nicht anders? Ja, das ist auf jeden Fall so. Wir werden halt in diese Verhältnisse hineingeboren und sie gelten uns halt als selbstverständlich gegebene, ja, quasi Naturtatsachen. Also dieses Naturgesetz, um dabei zu bleiben, kurz über mein Beispiel, ist völlig klar, jedes Kind würde verstehen, dass ein Tisch und eine Flasche Bier, wenn wir das tauschen, dass das nicht geht, dass du da noch 19 Flaschen, also das ist maximal, so, ne? Also dieses Gefühl dafür, dass Dinge einen Wert haben. Zum einen? Naja, ich glaube, dass die Kinder relativ schnell an diesen Gedanken herangeführt werden. Die Dinge haben halt irgendwie einen Preis, sie haben halt irgendwie einen Wert. Das wird halt Kindern vermittelt. Und es ist gar nicht so sehr entscheidend, dann zu reflektieren, was sind das für Mechanismen, die dem zugrunde liegen. Der Punkt ist halt erstmal der, dass wir damit praktisch halt umgehen, weil das der gesellschaftliche Rahmen ist, der gegeben ist. Wir kaufen halt irgendwelche Sachen ein, wissen aber nicht, was wir da eigentlich tun. Also sie wissen es nicht, aber sie tun es. Es ist ein prominenter Satz bei Marx und der bezieht sich eben darauf, dass die Menschen ihre Arbeiten aneinander gleichsetzen, wenn sie halt in dieser Art und Weise gesellschaftlich aufeinander Bezug nehmen. Gesellschaftlich aufeinander Bezug nehmen, im Verhältnis stehen. Was hat das jetzt mit der Privatheit, dass wir private Menschen sind und unsere Arbeit verkaufen, unsere Arbeitskraft?
Das ist das eigentliche Verhältnis, was wir miteinander haben. Das muss, versuchst du uns mal zu erklären oder mir. Ja, also Marx sagt halt, dass eine, gibt das halt an, als eine grundlegende Bedingung, unter der überhaupt Gebrauchsgegenstände die Eigenschaft Wert erhalten. Also warum sie überhaupt Produkte in Waren verwandeln. Und er nennt als die zentrale Voraussetzung, damit das geschieht, dass die Menschen ihre Arbeiten als Privatarbeiten verausgaben. Also unabhängig von dem gesellschaftlichen Zusammenhang. Jeder produziert sozusagen für sich. Und es muss dann, damit diese Arbeit irgendwie ein gesellschaftlich, also mit der Gesellschaft abgeglichen wird, damit es überhaupt in einem gesellschaftlichen Rahmen sich bewähren kann, muss diese Arbeit irgendwie mit den anderen Arbeiten in Beziehung gesetzt werden. Und dieses in Beziehung gesetzt werden führt dann dazu, zu dieser komischen Reduktion, konkrete Arbeiten auf abstrakte Arbeit, und dass dann die Gebrauchsgegenstände sich in Waren verwandeln. Das heißt, dass sie dann eine Werkseigenschaft haben. Arbeit ist nur, also Entschuldigung, Arbeit ist nur das, was in diesem Prozess, den du gerade beschrieben hast, passiert. Also Geld, Ware, Geld. Jemand kriegt Geld für die Arbeit. Also ich gebe, das ist ja mal die Verwirrung mit Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber ich gehe jetzt mal in den Betrieb, oder dann machen wir es mal klassisch, in die Tischlerei. Der Angestellte, der Arbeiter geht in die Tischlerei und bedient die Maschinen, um den Tisch herzustellen. Und ich gebe ihm Geld dafür. Also ich bin der Kapitalist, ich gebe ihm Geld dafür. Oder ihr. Mhm. So, damit kaufe ich seine Arbeitskraft oder ihre Arbeitskraft. Ja? Genau. So. Und das, der Tischler, sag ich mal, der da angestellt ist, verkauft seine Arbeitskraft und steht damit in gesellschaftlicher Beziehung mit anderen, die arbeiten. Genau. Er produziert ja irgendwelche Waren und setzt sie dann, vermittelt über das Geld, mit anderen Waren in Beziehung. Und wenn man sozusagen dahinter guckt, was passiert da eigentlich, ist, dass du deine Tischlerarbeit mit meiner Bierbrauerei, meinem Bierbrauen gleichsetzt. Und dadurch entsteht eben diese abstrakte Arbeit und was, diese Werteigenschaften. Was ist mit die Werteigenschaften? Was ist jetzt mit der Arbeit, die ja, die zu Hause passiert? Also das heißt, wir kümmern uns um Kinder, um Alte, umeinander, also Dinge, wir arbeiten im Garten, Dinge, die nicht bezahlt werden, ist ja im Grunde auch Arbeit, aber das ist keine, die Arbeit ist nichts wert. Diese Arbeit ist nichts wert, genau. Das ist eine Reproduktionsarbeit oder Subsistenzarbeit. Das Subsistenz heißt für den Eigenbedarf. Da findet kein, das wird nicht gesellschaftlich. Es gibt keine gesellschaftliche Vermittlung. Wir können zwar genau dieselben Dinge tun, die wir vielleicht auf Arbeit auch machen, für die wir dann auch Geld kriegen, also wo genau diese Verwandlung von konkreter Arbeit in abstrakte Arbeit stattfindet. Die können wir im privaten Rahmen auch machen, weiß ich, malern. Ich bin Maler vom Beruf und ich muss dann aber auch mal meine Bude malern. Ich kriege dafür kein Geld. Ich setze das nicht in Beziehung zu anderen Arbeiten. Es gibt keine Verwandlung in eine gesellschaftliche Dimension dieser Arbeit. Es passiert halt im privaten Rahmen. Oder wo zum Beispiel auch keine Verwandlung von konkreter Arbeit in abstrakte Arbeit stattfindet, ist in Unternehmen. Wieso? Also wenn ein großer Konzern hat innerhalb seines Betriebs eine gewisse Arbeitsteilung vorliegen, aber es ist innerhalb dieses Betriebs nicht der Fall, dass die Arbeiten dort ihre Produktelemente, die irgendwann mal zusammengesetzt werden, gegeneinander tauschen. Ach so, damit innerhalb des Betriebes meinst du jetzt? Innerhalb des Betriebes. Verstehe. Da gibt's halt auch Arbeitsteilung, aber es gibt halt diesen Tausch nicht. Es gibt nicht diese Gleichsetzung der Arbeiten gegeneinander und deswegen haben die innerhalb des Betriebs auch keine Werteigenschaft, die Produkte, die da hergestellt oder Teilelemente hergestellt werden. Was ist jetzt das Schwierige daran, dass wir über die abstrakte Arbeit, über das, wir verkaufen unsere Arbeit, wir sind doppelt freie Lohnarbeiter, also wir haben keine Produktionsmittel. Ich rede jetzt mal, also ich als Kapitalist, als Tischler, der die Tischlerei besitzt schon, da bin ich ja ein kleiner Kapitalist, der aber möglicherweise sich auch selbst ausbeutet, weil er, weil es ihm jetzt, es kann, also das muss nicht unbedingt sein, dass ich reich bin. Mhm. Also Kapitalist zu sein, heißt nicht unbedingt reich, ich habe zwar die Produktionsmittel, ich stelle die Leute an, aber am Ende, wenn ich genauso viel verdiene oder mir auszahle wie die anderen, kann das auch sein. Ja, das ist dann halt so eine prekäre Mittelstandssituation, wo das eben vorkommen kann. Mhm. Das ist richtig. Ja. Aber ich habe die Produktionsmittel und ich habe das Geld.
So. Das ist sozusagen da der Vorteil, den du als Kleinkapitalist sozusagen hast, dass du wenigstens Geld über Geldkapital verfügst. In dem Beispiel Mittelstand ist es dann meistens so, dass da Kredite aufgenommen sind, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Von der Struktur her ist es zumindest erstmal so, dass der Kapitalist halt über eine Geldmenge verfügt, die ihn in die Lage versetzt, Produktionsmittel zu erwerben und eine wahre Arbeitskraft zu kaufen. Und über diese Mittel verfügt eben die wahre Arbeitskraft nicht. Das ist der eine Aspekt von frei, wenn wir vom doppelt freien Lohnarbeiter sprechen. Der andere Aspekt der Freiheit besteht darin, dass der Arbeiter aus den unmittelbaren personalen Herrschaftsverhältnissen entbunden ist. Er ist auch nicht mehr an die Scholle oder so, an den Boden gebunden, sondern er ist halt frei, Verträge einzugehen und wieder zu lösen. Und das macht eben, das meint diese Charakterisierung des doppelt freien Lohnarbeiters. Also ist frei von Produktionsmitteln und Geld, um die auch zu erwerben, und er kann frei seine Maut zum Markt, also kann seine Arbeitskraft verkaufen. In der Feudalgesellschaft war das anders und in der Sklavenhaltergesellschaft auch. Ja. Das ist sozusagen der Unterschied, die Entwicklung von den Prozessen. Man könnte mal sagen, ist ja alles soweit okay, es ist eben so und das läuft. Wo fängt es dann an, problematisch zu werden? Naja, grundsätzlich problematisch ist der Punkt, dass die Produzenten, alle Menschen, eigentlich Kapitalisten als auch Arbeiter, einer Strukturlogik unterworfen sind, die sie nicht beherrschen, sondern die sie beherrscht. Das ist der zentrale Punkt, dem Marx aufmacht, und er stellt letztlich die Forderung auf, wenn es um die Überwindung des Kapitalismus geht, nicht eine gerechte Verteilung des produzierten Mehrwerts irgendwie zwischen den Klassen, sondern ihm geht es vor allem darum, dass die Menschen Herr über den Produktionsprozess selber sind. Momentan ist es ja so, dass wir Schwierigkeit haben, wenn wir zum Beispiel diese Klimadiskussion uns angucken, gibt es immer wieder diese Argumente, ja, es ist, wenn wir das umsetzen, dann geht das zu Kosten von Arbeitsplätzen. Da ist sicherlich ein Teil Ideologie und Klientelpolitik und so weiter dabei, aber es hat auch einen sachlich richtigen Aspekt. Es gibt eben die Notwendigkeit, das zentrale Medium existieren muss, nämlich Geld, und dass man dieses Geld nur in dieser Bewegung Geldware, mehr Geld akkumulieren kann. Es gibt diesen Strukturzwang der Verwertung, und sich über diesen Strukturzwang hinwegzusetzen, ist im Prinzip nicht möglich im Rahmen des Kapitalismus. Und der bedeutet halt permanente Expansion, permanentes Einsaugen von Naturressourcen, die von Natur aus eben begrenzt sind. Und da gibt's halt einfach ein grundlegendes Problem. Also das äußert sich halt in dieser Klimakatastrophe, aber auch in solchen Dingen, dass wir nicht einfach, obwohl die gesellschaftlichen und konkret praktischen, sinnlichen Ressourcen vorhanden sind, nicht in der Lage sind, bestimmte Projekte umzusetzen. Also ich Versorgung mit Medizin, damit Gebrauchsgütern, die eigentlich ausreichend vorhanden sind, aber weil die Leute eben kein Geld haben, können sie sich eben diese Bedürfnisse nicht leisten. Sie tauchen überhaupt nicht auf als relevante Bedürfnisse, weil sie eben sich nicht im Geld darstellen können. Hm. Und das ist ein großes Problem. Man könnte im Umkehrschluss auch sagen, die Besitzer von Produktionsmitteln und die, also sozusagen die Kapitalisten, sind genauso Opfer wie alle anderen. Das heißt, sie sind Teilnehmer dieses Systems. Jetzt zu sagen, die bösen Kapitalisten, die Finanzmarkthaie und die, ne, die muss man ein bisschen einhegen, und der Staat muss das in eine humane Form bringen, also ein bisschen Kapitalismus leid, und dann wird das funktionieren. Das ist ein Irrglaube? Ich will jetzt nicht sagen, dass man solche Regulationen einen Eingriff nicht machen soll und dass es auch unappetitliche Charaktere gibt, die in diesen ökonomischen Funktionen unterwegs sind. Also so grundsätzlich? Ja, aber grundsätzlich ist es so, dass die Struktur das Problematische ist und nicht die Moral der Leute oder so. Die wird ja dann immer gesagt, der Kapitalist ist halt gierig, und das wird zum Grund erklärt für die Auswüchse der kapitalistischen Produktionsweise. Dabei ist es eben die Produktionsweise selbst, die der Auswuchs ist, und nicht irgendwelche vollkommenen moralischen. So mit Hakennasen, so gierige Banker, also die so, ne? Also ja. Geht das dann ganz schnell in die Richtung gierige Banker, Weltfinanzkapital?
Ja, das ist sozusagen, das kann man dann strukturellen Antisemitismus oder tatsächlichen Antisemitismus nennen, wenn dann eben dieser gesellschaftliche Strukturzusammenhang nicht verstanden wird, sondern einer bestimmten Personengruppe zugeschrieben wird. Und klassischerweise, also die Nazis haben halt das den Juden halt zugeschrieben. Sie standen halt für den Kapitalismus, für die kapitalistische Moderne. Sie repräsentierten halt das Geld und entsprechend wurden halt dann die Juden verfolgt. Man hat sozusagen an den Juden die eigene gesellschaftliche Form, unter der man ja sozusagen auch leidet, stellvertretend vernichtet. Und das kann man jetzt auch wieder verfolgen, dass neue Sündenböcke gesucht werden, aber das Problem scheint ja nach Marx strukturell zu sein. Das lässt sich ja schwierig auflösen und jetzt in die Zukunft zu gucken und eine Utopie zu entwickeln, stelle ich mir schwierig vor, aber das zu verstehen, wie es funktioniert, dass unsere gesellschaftlichen Beziehungen durch abstrakte Arbeit, das ist das Hauptsetting. Kann das helfen, zu verstehen, wie Gesellschaft, wie Politik funktioniert? Ja, davon bin ich überzeugt, dass das relevant ist. Also bisher war halt so, dass andere Vorstellungen vom Marxismus relevant gewesen sind. Also jede Zeit hat sozusagen ihren Marx. Realsozialismus stand eben diese Klassenfrage im Vordergrund. Das war dann halt eben also schon eine eher personalisierte Interpretation der marxischen Theorie und der Aspekt eben der abstrakten Arbeit, die grundlegende gesellschaftliche Form der Vermittlung über Arbeit, die war überhaupt nicht von Interesse. Im Gegenteil, man hat eben sowohl die konkrete Arbeit als auch die abstrakte Arbeit als überhistorische Bestimmung. Also wir reden jetzt vom Sozialismus, Realsozialismus. Vom Realsozialismus, also vom Ostblock. Im Grunde, da gab es ja auch Arbeit, da gab es auch Wert. Also das, dieses Prinzip, was wir beschrieben haben, zwar in der Planwirtschaft, aber im Grunde, es waren die gleichen gesellschaftlichen Beziehungen über die abstrakte Arbeit. Könnte man das so sagen? Ja, es gibt Theoretiker, die haben das den Sozialismus des Adjektivs genannt. Also was? Es gibt die sozialistische Ware, den sozialistischen Wert, das sozialistische Geld. Ja, die Idee war halt die, ja, wir nehmen die kapitalistischen Formen und entschärfen sozusagen ihre Problematik, indem wir sie bewusst anwenden. Also die bewusste Anwendung des Wertgesetzes war, das kann man in den entsprechenden Büchern des Marxismus, Leninismus ja auch nachlesen, da wird das tatsächlich so erzählt, man könne das Wertgesetz bewusst anwenden und damit den Kapitalismus überwinden. Und das ist mit Marx, so wie ich ihn zumindest lese, nicht zu vereinbaren. Also ist Quatsch. Also ich würde sagen, salopp ist Quatsch. Ja, ist so. Käse. Schnulli. Unfug. Ja, alles klar, ja. Und das haben wir ja nun auch gesehen, wohin das also möglicherweise geführt hat, wirtschaftlich. Wir reden jetzt von der wirtschaftlichen Geschichte, hat ja noch natürlich noch viele andere Aspekte und alles ist natürlich komplexer, als wir es jetzt beschreiben, aber wir wollen es ja mal versuchen einzudampfen und auf das Wesentliche zu reduzieren. Das ist die abstrakte Arbeit, die es auch im sogenannten Sozialismus gab, die es jetzt auch in allen Ausprägungsformen weltweit gibt. Die Krisenerscheinung des Kapitalismus, die kann man ja nur selbst beobachten, das ist nicht nur der Klimawandel, der auch hier angekommen ist. Es ist ja auch so, wie Robert Kurz gesagt hat, die Barbarisierung der Welt, dass es dann Regionen gibt, wo Zivilgesellschaft gar nicht mehr funktioniert, wo dann es wirklich barbarische Zustände gibt. Sind das die Krisenerscheinungen des Kapitalismus? Möglicherweise? Möglicherweise sind das Krisenerscheinungen des Kapitalismus. Also zumindest kann man so argumentieren, dass durch die Dynamik des Kapitalismus die Produktivkraft enorm angestiegen ist und also die Produktivkraft der Arbeit enorm angestiegen ist und das hat eben zur Folge, das kann zur Folge haben, dass nicht mehr alle Menschen für den Produktionsprozess überhaupt vonnöten sind. Sie sind übrig. Sie sind überflüssig. Also es werden überflüssige Menschen hergestellt, die halt für den Zweck der Verwertung nicht mehr taugen, die werden einfach nicht mehr gebraucht und dann entsteht eben diese Figur des überflüssigen Menschen und viele Weltregionen sehen halt eben auch so aus, dass da Menschen überflüssig gemacht werden durch dieses kapitalistische System. Ich mache 10 Sekunden Pause, also wir sind rum.
Wir könnten jetzt gerade, die Zeit ist um. Okay. Es ist vorbei jetzt. Das ist aber jetzt. Das ist eine Nachricht. Im Gespräch war Christian Höhne und wer nachlesen will, was Christian Höhne zum Thema Marx Wertkritik geschrieben hat, kann das tun. Auf der Seite radiofrei.de ist es verlinkt. Bei Krisis, das ist eine wertkritische Gruppe, wo Christian Höhne auch mitarbeitet und mitschreibt. Und er schreibt seine Doktorarbeit über den Begriff der abstrakten Arbeit und seine Bedeutung für die Philosophie der Moderne. Und wenn er damit fertig ist oder vielleicht auch, wenn es einen Zwischenstand gibt und vielleicht auch zu 200 Jahre Geburtstag Karl Marx. Nächstes Jahr werden wir uns nochmal sehen. Ich bedanke mich bei Christian Höhne und wünsche noch einen schönen Tag. Alles klar. Tschüss.